Wie soll ich wahrscheinlich das letzte Video. Kurz ein bisschen geladen hat. Ja, und zwar hat es eben mit dem Hintergrund. Und zwar besitze ich aktuell, ich bin gerade am Überlegen, ich höre jetzt nicht lügen, fünf Städtebauspiele, wovon ich zwei aktiv spiele. Und dazu gehört Theotown auf jeden Fall nicht dazu, weil wer meine anderen Videos von dem Spiel kennt, weiß, wie das ist. Also damals habe ich noch gesagt, okay, das ist der beste Städtebausimulator. Oder wie nennt man das? Simulator. Oder das Städtebauspiel, der beste, den es über den Play Store gibt. Und das kann zwar sein mit den ganzen Funktionen. Es hat, wenn man so guckt, tatsächlich Funktionen, die es nicht in SimCity Build-It gibt, aber SimCity Build-It hat Funktionen, die es eben nicht hier gibt. Also das ist ganz komisch und noch dazu seht ihr es, also auch wenn ich hier niedrigste Grafik habe, das nützt alles gar nichts. Wie die Autos rumbacken, einfach so, keine Ahnung, so Sekunde Pause und weiter sich teleportieren. Und das ist halt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe wirklich damals. Also Real Talk, ich sage jetzt Real Talk, ich habe das Spiel jetzt zum. Keine Ahnung. Wann ich das letzte Mal überhaupt gespielt hatte. Also hier haben wir noch eine tägliche Belohnung. 10 Diamanten. Und zwar sage ich, wie es ist, ich habe einfach den Hype an dem an Theotown verloren. Hier nochmal im Überblick meine Map. Hier mit Militärstützpunkt. Und so, hoppla. Ja, das Spiel ist einfach dermaßen am Rumlecken. Wie gesagt, ich habe jetzt schon die niedrigste Grafik. Wenn ich so noch mehr mache, liegt es noch mehr rum. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich habe ja einige Dinger quasi runtergeladen. Mods, Gebäude oder Plugins oder wie das hier auch immer heißt. Ja, hier ist das Militär. Das übrigens auch die Map, wo ich mich damals richtig aufgeregt hat, weil da kam ja so eine neue Katastrophe rein und die wollte ich einfach mal ausprobieren auf einem Fleck, wo nichts war, eben hier hinten. Sieht man sogar immer noch, sind die Überreste von dem Schrott und so alles. Das war irgendwie so eine Atombombe oder so. Wie hieß denn die? Also ganz komisch, irgend so eine Rakete vom Militär und ich habe gedacht, okay, das ist einfach nur, was sie da abschießen und dann. So eine ganz normale Bombe oder so, aber das hat einfach meine komplette Map zerstört. Da habe ich mich damals so richtig aufgeregt. Auch hier vielleicht, ja, die Namen hatte ich damals von Fortnite noch gehabt. By the way, das Tilde ist auch noch falsch geschrieben, merke ich gerade. Ja, was soll man dazu sagen? Jetzt noch mal kurz die Funktionen, die es hier eben gibt, die es zum Beispiel jetzt in SimCity nicht gibt, was ich mir auch dort sehr wünsche, und zwar Züge. Also das ist einer der Städtebauspielen, was ich auch damals hier so ein bisschen auch gefeiert habe.
dass man hier eben auch die öffentlichen Verkehrsmittel eben hat. Also die Busse, also Busse und Straßenbahnen hat man ja in SimCity. Bildet auch. Aber ich meine jetzt so die normalen Züge. Also hier mit dem Bahnhof, ihr merkt schon, das ist absolut am Rumwagen, am Rumlecken. Das macht einfach gar keinen Spaß mehr, auch wenn ich irgendwie Straßen baue. Dauert es 5 Stunden, bis ich überhaupt mal eine gerade Straße gezogen habe. So, ja, hier die Züge. Aber wenn man dann auch so guckt, so krass sind die Züge dann hier jetzt auch nicht. Weil halt, wie gesagt, manche einfach extrem kurz sind. Dann fahren sie einfach irgendwie gerade und die spawnen dann einfach irgendwie mitten auf der Strecke oder kommen aus dem Nichts mit dem Auftauchen. Diese komischen, ja, das sieht man hier. Was war das hier nochmal? Diese oberirdischen Züge hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber während der Laufe der Zeit spawnen hier immer mehr. Also am Anfang hat man hier nur so viele, wie eben es Bahnhöfe gibt. Ja, Kollege, ich will eigentlich ranzoomen. Also hier am Anfang hat man jetzt so viel, wie man Bahnhöfe hat. Hier bei diesen Dingern hier. Hallo. Ja, geht nicht. Diese, ja, jetzt speichert er gerade die Map. Diese komischen oberirdischen U-Bahn da eben. Da gab es am Anfang, hatte ich erstmal 4 bis 3 Stück von dem gehabt und im Laufe der Zeit sind immer mehr gespawnt, warum auch immer. Und jetzt habe ich hier alles voll von diesen Dingern. Und das sieht einfach auch nicht mehr schön aus. Hier war die Innenstadt mit dem One World Trade Center. Und dann halt noch so ein paar Vororte. Da hatte ich Gewerbe gehabt. Gewerbegebiet. Wie man es unschwer erkennen kann. Gewerbe Südwest. Industrieberg hat man hier. Mit dem Tunnel. Und dann eben hier diese dieser Neotil Autobahnkreuz, was ich dann komplett umgebaut habe. Wegen dieser Abfahrt hier. Ja, dass sie davon dann auch direkt drauf fahren können und so weiter. Ja. Neotil Süd, Industriegebiet Süd. Wie gesagt, ich habe einfach einen Haufen Städtebauspiele damals runtergeladen, die aktuell auch einfach nur Speicherplatz besetzen und ich einfach wirklich so null spiele und da zählt eben das hier auch dazu. Das letzte, was ich hier gebaut war, genau, das letzte, was ich hier gebaut habe, war Moment hier hinten diese Autobahnraststätte. Die habe ich auch nicht richtig fertig gebaut, weil ich hier dann gar keine Lust mehr hatte, weil das alles. Ich kann es ja noch mal kurz zeigen, was ich meine mit Straßen bauen, was da eben sehr nervig ist. Straße. So. Wie hat man das gemacht mit diesen Einbahnstraßen? Nee. Hat man da Parkplatzstraßen benutzt? Nee, das sind so Parkplatzdinger. Wo sind denn die? Muss ich kurz gucken hier. Parking. Der hier, das hat man glaube ich hier gehabt. So, jetzt müssen wir gucken, wie es geht. Zack, und dann hat man so gemacht, dass ich das dann eins so rübergezogen habe. Und zack, das weiß ich eben auch mit dem Update. Und ihr seht, es braucht einfach 5 Stunden, dass der dieses kleine Ding besetzt. Ich würde einfach sagen, ich gucke noch mal kurz durch meine Städte. Was ich sonst noch so gebaut habe, das war quasi dieser Dingensmodus hier Sandbox, wo man endlos Money hat, also diese Goldmünzen. Das hatte ich extra eingestellt, weil mich bei den alten Maps eben die ganze Zeit gestört hat, immer
zu gucken wegen Spielgeld und so weiter hier. Weil alles immer leer war und dann musste ich keine Ahnung wie viele Monate für ein Gebäude sparen. Ja, ansonsten ist das hier eben das Ganze. Das hier war meine erste, die ich gebaut habe. Die habe ich Frankfurt am Main genannt. Eine Halle hat man gehabt. Berlin. Ja, by the way, die Städte haben nichts mit den echten Städten zu tun, wie Berlin oder Frankfurt am Main. Das ist absolut. Ja, das hat absolut nichts mit den anderen zu tun. Ey, ich habe die Statue von Buschmann freigeschaltet. Was ist das? Okay, deswegen war ich, wie gesagt, mein erstes Ding, was mich, wo ich gebaut habe. Und diese Map ist auf jeden Fall komplett voll. Das ist so eine kleinere, also im Gegensatz zu der vorhin, ist die hier relativ winzig. By the way, ich bin gerade am Überlegen. Warum habe ich diese Stadtteilnamen so komisch benannt? Guck mal, das unten, wenn ich das schon wieder sehe. Fekaove, was das? Und die Stadtmitte ist irgendwie ganz links oder was? Notting Hill Gate, was das? Hat sich irgendwas von England? Keine Ahnung. Und hier wieder alles voll mit Booten. Hier habe ich auch einige Videos gedreht. Hier wie, oh, es ist irgendeine Katastrophe. Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir können sowieso nachher die ganzen Katastrophen auf die Stadt. Was ist denn jetzt für eine Katastrophe gerade? Wie sieht man das? Hallo? Überall ist Müll, aber ach, keine Ahnung. Also sie sind halt alle komplett vollgepackt, beziehungsweise die eine hier. Bei Wehuai. Ah ja, das war die hier. Hatte ich auch ein bisschen gebaut. War halt auch nicht krass viel. Ich kann ja dann noch mal ein extra Video machen, wenn ich die ganzen Katastrophen auf die Städte loslasse, da kann ich ja noch mal diese komische, was weiß ich, wie heißt es, diese Atombombenkatastrophe noch mal draufschmeißen, wie ich ja damals die eine Stadt zerstört hatte. Oder eine Rakete oder was auch immer das war. Ja, hier habe ich auch viel mit, genau, mit Katastrophen experimentiert quasi auf dieser Map. Hier sind ein paar Städte noch, die zerstört sind wegen und kein Strom alles. Da habe ich Meteorit drauf gefeuert, hier habe ich einen Vulkan platziert. Ja, dann habe ich sowas hier wie Umweltkatastrophengebiet Warning und sowas hier. So, und dann eben hier das Größte. Und zwar, ey, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, irgendwie. Gebiet, Berlin, Nordost. Aha, Nordost, genau. So, Gewerbegebiet 1, Gewerbegebiet 2. Ah. Ah, doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Hier habe ich einmal an Weihnachten, also das war vor. Keine Ahnung, das ist auch schon 2 Jahre her oder so. An Weihnachten gab es nämlich erstmal diese Weihnachtsgeschenke und diese anderen Zeug kostenlos. Und das habe ich dann hier platziert.
Ich muss kurz selber überlegen, wo war das? Und dann wurde es ja so umgeändert, dass man dann dafür Diamanten bezahlen muss. Und das habe ich ja quasi dann irgendwie kostenlos noch platziert gehabt, bevor sie es so umgeändert haben. Und dann habe ich irgendwie später noch gesehen, ich konnte es irgendwie öffnen und dann habe ich ja irgendwie so einen Helikopterlandeplatz rausbekommen. Da fliegt ja auch bei rum, dieser rote. Ich kann jetzt leider das Geschenk nicht mehr sehen, wo das genau war. Ich lande der jetzt da bestimmt. Ah ja, hier hinten war das. Ja, das kann ich jetzt schlecht zeigen. Was war halt da hinten? So. Die hatte ich hier auch alle freigeschaltet, aber da habe ich halt nichts. T-Worm. So, da, keine Ahnung, da sehe ich nur zwei Beute. Ein Hut. Oder hat. Was war das für eine Map? Ja, einfach. Was ist das? Bisschen Schnee oder was? Keine Ahnung. So, und dann. Das haben sie auch alles geändert hier. Wo komme ich denn hier zu meinen gespeicherten Online-Regionen? Nein. Seit wann gibt es eigentlich einen Online-Modus? Das habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen. Hier ist jetzt zurück. Oh nee, will ich nicht. Ja, okay. Ja. So. Sogar das backt wieder rum. Also ich denke mal, ihr könnt alle nachvollziehen. Warum? Warum sich das Ganze so jetzt ergeben hat, dass ich jetzt quasi dieses Video so hochlade. Also wie gesagt, ich kam jetzt gerade spontan im Video auf die Idee, quasi diese ganzen Katastrophendinger dann drauf loslassen. Und by the way, genau da wollte ich noch rein, bei die ozeanische Inseln. Und dann nochmal ein extra Video machen, das heißt, es wird dann wahrscheinlich dann doch nicht das letzte Video von Theotown sein, aber einer der letzten. Eventuell das vorletzte. Könnt ihr mal Like, Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich weitere Videos hochlade, unter anderem dann diese Katastrophenvideos. Beziehungsweise Katastrophenvideo. Und zwar war das hier nämlich auch eine sehr beliebte Stadt von mir. Auch so eine Sandbox-Stadt mit endlosem. Genau. Wie soll ich sagen? Unlimited Money einfach, sage ich so. Ja, ich kann euch ja nicht mal so richtig rumführen, weil alles eben auf einfach nur rumleckt. Wie gesagt, hier habe ich irgendwie die Stadt Rostock gehabt. Hier im Flughafen und hier nochmal das einzelne, die einzelne Landebahn hier hinten. Dieser Verbindung, da waren auch noch auch mal nur drei Stück da. Denn da unten mit dem Hafen. So, hier habe ich überall Brücken übers Meer gezogen. Dann hat man hier Gergauer Hafen gehabt. Von Gergau. Hier hatte ich auch mal einen Vulkan platziert gehabt. Aber das war, glaube ich, einer, der nur zum Aussehen ist. Also der dann auch nicht richtig ausgebrochen ist, glaube ich. Also das war kein echter, glaube ich. Das hätte man sonst hier gesehen. Hier auch ganz dünn diese Inseln hier verbunden, wo eben dann auch noch die Straße lang führt. Hinten haben wir Friedrichshafen. Dann hier die Stadt, wo ich damals mich Meteor draufgeschmissen hatte.
Meteor Impact. Und zwar hier. Ja, ich zoome da nicht mehr ran. Ihr wisst schon, eben hier in der Mitte, wo eben da diese Straßen so ein Viereck rum sind. Epic Games Hauptquartier, alles klar. Also was hat man hier hinten nochmal gehabt? Alter, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Hier unten. Warum das? Genau, hier hatte ich auch noch Vico-Feuerwerk-Dings gebaut. Einfach so. Genau hier. Leibniz. Nord und Süd. Ja, also ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wie gesagt, lasst gerne ein Like oder Abo da. Und bis zum nächsten Mal bei GIF04. Und ciao.